Jo Leute, was geht bei euch ab und willkommen zu einem YouTube-Video. Ich habe eben gerade schon ein Video aufgenommen, aber ich war zu froh, meine Klamotten zu wechseln. Dieses Video wird hoffentlich ein bisschen kürzer. Das klingt auch gerade ein bisschen viral, habe ich das Gefühl, seit 2 Tagen. Das Video heißt ein das Freestyle. Wir legen direkt los. Ganz kurz, bevor das anfängt, das Video sieht aus wie so ein kleiner Effekt, habe ich das Gefühl. Entweder da ist so ein Video-Effekt drin oder seine Kamera sieht wirklich aus wie so ein Toaster, ich weiß nicht. Irgendwas muss auf jeden Fall der Grund sein. Ja, ich bin back mit Freestyle Lyrics. Mutterweb. Das sehen wir erstmal weg, ne? Freestyle Lines, Freestyle Rhymes, ja, nenn mich Freestyle King. Ich schwöre, erinnert mich richtig an Balladensohn, Alter. Ich stehe in diesem Kapitel, bra bra, was will er machen? Bra bra ist. Bra bra ist. Erinnert mich hardcore an Balladensohn. Eine Legende, ich schwöre, eine Legende. Gönn dir mehr Hype als Kapital, als wer weiß, welcher Rapper noch unnötig bekannt geworden ist. Denn ich mach genau mein Ding, während ich Rap wieder nach vorne bring. Ja, bei mir läuft es wie beim Seilspringen, 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 Seilspringen. Ich mache große Sprünge nach oben. Ich bin gekommen, um mich in der Rap-Szene auszutoben. Meine Fans loben mich schon für meinen crazy Flow. Ich spiele meine besten Karten aus wie in Yu-Gi-Oh! Eine Fallenkarte hier und ihr tappt direkt in meine Falle. Egal wie viel. Okay, Hans, stopp, Leute, bevor das Video eine Urheberrechtsbeschwerde bekommt. Weil es kann sein, dass der Song auf Spotify ist, das kann man nicht wissen heutzutage. Weil ich habe mal auf ein Video reagiert und das Video war genauso wie das Video ungefähr. Und am Ende habe ich ein Urheberrechtsproblem bekommen. Deswegen war natürlich nur Spaß. Auf jeden Fall habe ich einfach keinen Bock, Strike zu kassieren wegen Urheberrechtsverletzung. Hält immer etwas ein, was ich am Mic bringen kann. Ihr Söhne, ihr disliked mal wieder und ihr tut das auch. Doch wenn ich mit euch fertig bin, bleibt von euch nichts mehr übrig außer Schall. Der Junge ist einfach ein Macher. Junge, was ist das, Bruder? Bro, was ist das? Er hat einfach die ganze Szene auseinandergenommen, Alter, ehrlich. Er hat alles auseinandergenommen. Das muss 1 Milliarde Klicks machen. 1 Milliarde. 1 Milliarde. 1 Milliarde. Ich schwöre auf alles, das muss Milliarden Klicks machen. Und einen Wagen und kann dann die Einkäufe nach Hause fahren. Ja, mach mir den Beat zu untertan und lass mich das hier sagen. Ich höre den Drum, Mann, ich höre den Drum, den Drumflow. Mitleid kriegt man geschenkt, Hass muss man sich verdienen und ich bin keiner von ihnen, doch ich pushe diese. Kannst du mir bitte aufhören zu beleidigen? Ich muss alles zensieren. Kannst du mir bitte den Gefallen tun und nicht beleidigen? Xa, xa, xa. Meine Videos schauen sich kleine Kinder an. Das finde ich nicht schön. Andasi Carpet, ihr seid meine Targets, ihr Mofos. Und ich shoote aus der Lyrical Gun und treffe mindestens 10 von eurer Sorte. Ja, ihr seid ganz besonders ekelhafte Stricher, Missgeburt. So, und das Video geht jetzt über 4 Minuten. Das heißt, er rappt, also er macht Freestyle über 4 Minuten lang. Digga, ich kenne keinen Menschen, der über 4 Minuten freestylen kann. Wenn du es schaffst, seinen Rekord zu brechen, also dann bist du ein Macher. Dann bist du echt ein Macher. Mach genauso ein Video. Das ist gleichzusetzen mit Kollega und San Diego, Alter. Also ich fühle es unnormal. Ich könnte es sogar im Autoradio pumpen. Ich spüre, die ganzen Chicks würden einsteigen, Alter. Style King, denn ich mach genau mein Ding, während ich Rap wieder nach vorne bring. Ja, bei mir läuft es wie beim Seilspringen. Ich mache große eurer Sorte. Ja, ihr seid ganz besonders ekelhafte Stricher, Missgeburten. Der Typ sieht irgendwie aus wie dieser Kollege von mir von damals in der Schule. Ich hab ihn gehasst. Aber auf jeden Fall ist er sehr sympathisch. So kommt er mir jedenfalls rüber. Ich meine, vielleicht zieht er mich ja auch ab. Ich weiß nicht. Vielleicht verarscht er mich gerade nur und ist der übelste, krasseste Rapper der Welt. Also, das sieht sehr verdächtig aus. Richtig, richtig verrückt.
Hohlköpfe. Ja. Schon wieder beleidigt er. Leute, hör auf zu beleidigen. Ich muss alle zensieren. Du machst mir unnötig Kopfschmerzen, weil das gerade viral geht. Weil der Typ ist bekannt, Bro. Der macht Klicks. Ich mach keine Klicks. Ich mach 10 Klicks pro Video. Ich muss auf ein Video reagieren. Und das Video ist gerade im Trend. Das ist gerade in den Trends. Er ist ganz fett in den YouTube-Trends drin, bei Musik. Vielleicht zu viele positive Kommentare bekommen, weiß man nicht. Fertig, denn ich bin wie ein Elefant, ich vergesse nix. Und meine Wasserflut, sie wird euch treffen. Ja, sie kennen zwar mein... Das krasse ist, es gibt wirklich Menschen, die haben das 59 mal geliked. 59 Likes auf dieses Video, Alter. Das muss man erstmal schaffen, ey. Das ist schon eine Nummer. Also eine richtige Hausnummer ist das. Und dann schafft man erstmal so ein Video zu machen, Alter. Ich bin dafür mir echt zu schade, Mann. Ich meine, ich mach schon dieses Video, das reicht auch schon. Oder nicht? Er macht Freestyle über 4 Minuten und Köppi nimmt Drogen. So, der Unterschied ist, er nimmt keine Drogen. Er macht über 4 Minuten Freestyle, ohne Drogen zu nehmen. Digga, mach das mal nach. Mein Gehirn ist geblieben. Luzi wird euch treffen. Ja, sie kennen zwar meinen bürgerlichen Namen, doch lasst mich eins sagen. Kann es vielleicht sein, dass mein guter Shindy-Fan ist, ein richtiger Shindy-Fan, Alter. Ich bin gekommen, um euch zu warnen, denn mit mir könnt ihr sicherlich nicht. Okay, Leute, ich habe langsam auch schon genug. Der Typ hat mich wirklich auseinandergenommen. Also das kann man echt gleichsetzen mit dem Endgame von San Diego. Am Ende, wo er durchgehend gerappt hat, Alter, ununterbrochen. Ja, ich halbiere deine ganze Clique. Also das könnt ihr echt gleichsetzen, Mann. Alles in der Videobeschreibung und gebt euch seinen Einsatz-Freestyle mit über 1000 Aufrufen nach 2 Tagen. Das war's auch mit dem Video, Leute. Wenn ich das Video feiere, mach ich mal allein ein Video. Mit den dopen Lyrics, die ich hier gerade von mir gebe und von mir ist immer die... Kommentiert ein Video und schreibt in die Beschreibung. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Rede, ja, ich bin immer im Spotlight.